als Dekan in dieser schönen Kirche und sozusagen Hausherr sage ich Ihnen ein herzliches Willkommen in unserer schönen Stadtkirche. Namentlich erwähne ich unsere Regionalbischöfin, Frau Dr. Dorothea Greiner, unseren Oberbürgermeister, Herrn Thomas Ebersberger und unseren Landrat, Herrn Florian Wiedemann. Als 1604 mit Regierungsantritt des neuen Markgrafen Christian Bayreuth quasi zur Hauptstadt des Fürstentums wurde, begann eine neue Ära in der Stadt. Nach zwei Stadtbränden, die die Stadtkirche einmal fast ganz zerstörte und innerhalb von nur 7 Jahren beim zweiten Mal noch einmal stark beschädigte, erfolgte der repräsentative Wiederaufbau auch unter dem Aspekt als Hauptkirche der Markgrafschaft. Verstärkt wurde diese Funktion als Hauptkirche mit der Anlage der markgräflichen Grabliege unter dem Chorraum. Seit der Wiedereinweihung der Stadtkirche nach langjähriger Renovierung im Jahr 2014 nun öffentlich zugänglich. Nicht zuletzt deshalb wird unsere Stadtkirche als Mutter der Markgrafenkirchen bezeichnet, obwohl sie selbst noch nicht in diesem Stil errichtet wurde. Ich freue mich über das gelungene Liederprojekt zu den Markgrafenkirchen. Das Projekt ist derzeit das größte in Oberfranken und unsere Stadtkirche ist dabei, als eine von 59 Kirchen. Dieses umfangreiche Projekt, und an dieser Stelle möchte ich ganz besonders meinen Vorgänger, Dekan in Ruhestand Hans Beetz, für sein großes und großartiges Engagement und seinen persönlichen Einsatz, der zum Gelingen und Erfolg des Projektes beigetragen hat, ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Dieses Projekt besteht aus vielen einzelnen Maßnahmen, unter anderem das Symposion in diesen Tagen, aber auch ein neuer Flyer für jede Kirche und, ja, auch ganz wichtig, der finanzierte heutige Abend. Musik in den Markgrafenkirchen lautet das Thema dieses Vortrags. Ganz herzlich heiße ich dazu Herrn Universitätskirchenmusikdirektor Professor Dr. Konrad Gleck aus Erlangen. Willkommen, der gemeinsam mit Frau Eva Maria Helbig diesen heutigen Abend gestalten wird. Zum Thema des heutigen Abends fällt mir auf jeden Fall der 15. August 1619 ein. An diesem Tag wurde die neue Fritzsche Orgel nach dem Wiederaufbau der Stadtkirche eingeweiht. Und Markgraf Christian war so aus dem Häuschen und voller Freude und sich der Bedeutung seiner neuen Orgel bewusst, dass er gleich 4 der bedeutendsten Organisten der damaligen Zeit, Samuel Scheid, Michael Praetorius, Heinrich Schütz und Johann Staden nach Bayreuth einlud, damit sie bei der Einweihung des neuen Instruments Proben ihres Könnens geben konnten. Leider wurde diese Orgel, wie 2 ihrer Schwestern, bereits nach 2 Jahren ein Raub der Flammen. Bayreuth und die Musik, die Kirchenmusik, 2 kleine Episoden gestatten Sie mir noch. Als Prinzessin Erdmude Sophie, nach ihr ist unser Sophienberg, unser Hausberg genannt worden, von Sachsen 1662 den Markgrafen Christian Ernst heiratete und nach Bayreuth übersiedelte, da muss sie der Schlag getroffen haben. Zwar wurde anlässlich ihrer Vermählung am hiesigen Hof tatsächlich das Singspiel Sophie und die Oper Il Baride uraufgeführt, aber das war es dann schon. Am Bayreuther Hof hatte man zwar gehört, dass es en vogue sei, bei festlicher Musik zu speisen, leider verfügte der Markgraf über kein entsprechendes Orchester. Also mussten die Militärtrompeter und Bauger herhalten und machten solchen Lärm, dass der Putz von der Decke in die Suppenteller rieselte. Gut 80 Jahre später, unter Markgräfin Wilhelmine, war die Situation eine ganz andere. Bayreuth konnte sich durchaus mit den großen Höfen Europas messen. Wilhelmine selbst komponierte, musizierte
und trat höchst selbst auf der Opernbühne jenes Hauses auf, das sie errichten ließ und heute zum Weltkulturerbe zählt. Was einem täglich vor Augen steht, verliert manchmal. Deshalb bleibt mir zum Schluss noch einmal Danke zu sagen für die Möglichkeit des Liederprojekts Markgrafenkirchen, das deren Schätze neu ins Bewusstsein bringt. Ein herzlicher Dank an alle, die zum Gelingen des Projektes und des heutigen Abends beigetragen haben. Seien Sie alle herzlich willkommen in unserer Stadtkirche, der Mutter der Markgrafenkirche. Sehr verehrte Frau Regionalbischöfin Dr. Greiner, sehr geehrter Dekan Hacker, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Landrat, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier in der Stadtkirche in Bayreuth zum wissenschaftlichen Symposium zur Bedeutung der Markgrafenkirchen der Region im europäischen Kontext begrüßen zu dürfen. Es freut mich, dass nach den vielen Monaten ohne persönliche Begegnungen nun endlich wieder die Möglichkeit da ist, sich zu Veranstaltungen wie dieser zusammenfinden zu können. Schön, dass so viele bekannte und namhafte Referenten Teil dieses Symposiums sind und ihre Forschungsergebnisse, egal ob in Präsenz oder digital, vorstellen. Mit den fast 60 Markgrafenkirchen oder im markgräflichen Stil erbauten Kirchen in Oberfranken ist in unserer Region ein wahrer Kulturschatz erhalten geblieben. Dabei ist der Stil der Markgrafenkirchen im ehemaligen Markgrafentum Brandenburg-Kulmbach und seiner Residenz in Bayreuth innerhalb des evangelisch-lutherischen Kirchenbaus in Europa besonders ausgeprägt. Umso passender, dass wir uns hier in der Stadtkirche Heilige Dreifaltigkeit in Bayreuth, der Mutter der Markgrafenkirchen, befinden. Bereits im späten 12. Jahrhundert erbaut, wurde sie im Jahr 1603 infolge der Verlegung der markgräflichen Residenz nach Bayreuth zur Hofkirche des Markgrafen Christian. Nach mehreren Wiederaufbauten und Sanierungen, wie zuletzt 2014, unter großartigem Einsatz auch bei der Bayreuther Bevölkerung, steht die Stadtkirche Bayreuth bis heute stellvertretend für die beeindruckende Vielfalt markgräflicher Kirchenbaukultur. Es freut mich daher außerordentlich, dass der Verein Markgrafenkirchen e.V. als Projektträger gemeinsam mit vielen starken Partnern wie dem Kirchenkreis Bayreuth, dem Evangelischen Bildungswerk, der Augustaner Hochschule Neudettelsau, dem Bezirksheimatpfleger und dem Institut für Fränkische Landesgeschichte in Turnau einen kontinuierlichen wissenschaftlichen Erarbeitung des Themas vorantreibt. Die Bedeutung der Erschließung der markgräflichen Kirchen in Oberfranken zeigt sich dabei nicht zuletzt durch die Förderung durch den Freistaat Bayern und die Europäische Union. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich bedanke mich aber auch ganz herzlich bei Ihnen, Frau Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner und bei Herrn Dekan im Ruhestand Hans Beetz für die Einladung zu diesem Symposium, für Ihr unermüdliches Engagement für die Markgrafenkirchen und wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude bei der weiteren Arbeit. Allen Mitwirkenden und Gästen wünsche ich spannende und fruchtbare Diskussionen und Vorträge. Vielen Dank. Bürgermeister, vielen Dank. Herr Dekan, lieber Jürgen, vielen Dank für die Einführung. Musik in Markgrafenkirchen, es ist uns eine Freude, heute Abend Universitätsmusikdirektor Professor Dr. Konrad Kleck aus Erlangen hier in Bayreuth begrüßen zu dürfen. Konrad Kleck, Jahrgang 1960, ist seit 22 Jahren Professor für Kirchenmusik am Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
nicht in Oberfranken, aber im Gebiet des Bayreuther Markgraftums. An jener Ausbildungsstätte, die von den Bayreuther Markgrafen gegründet wurde und die das fränkische Luthertum über viele Generationen geprägt hat. Er ist in Erlangen auch der Ephorus des Werner Ehlertheims. Für die Professur für Kirchenmusik an einem theologischen Fachbereich ist Konrad Kleck prädestiniert durch seine musikalisch-theologische Doppelqualifikation. Als promovierter Theologe mit einer Arbeit über die ältere liturgische Bewegung und als Kirchenmusiker mit A-Prüfung und auf der praktischen Ebene mit Erfahrungen als Pfarrer und als Kantor. Nicht nur wer in Erlangen in der Orangerie bei Konrad Kleck im akademischen Chor singt, er entdeckt bald seine Liebe zu Komponisten des 19. Jahrhunderts. Gerade auch zu denen, die in der Fläche manchmal weniger bekannt sind, Heinrich von Herzogenberg oder der Erlanger Vorgänger Johann Georg Herzog, von dem Konrad Kleck unter anderem die schönen Orgelkompositionen wieder ans Licht gebracht hat, die auch für kleine Dorforgeln praktikabel komponiert sind. Auch das ein Teil von Musikgeschichte in fränkischen Markgrafenkirchen, wenn auch nicht aus der Erbauungszeit. Mit barocker Musik geht Konrad Kleck aber ebenso um. Ich erwähne nur die drei kompakten und nützlichen Bände, in denen er alle geistlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs erschließt. Wir hören einen Vortrag über Musik in Markgrafenkirchen mit Klangbeispielen und daher Dank an die Sopranistin Eva Maria Helbig, die aus Erlangen mitgekommen ist. Sie hat, und jetzt hoffe ich habe mich richtig kundig gemacht, Gesang studiert an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, Meisterkurse absolviert unter anderem für alte Musik, für Liedgestaltung, für Oratorien. Eva Maria Helbig ist gefragt als Sopranistin vom Liederabend bis zum Kirchenkonzert. Sie ist auch Gesangspädagogin und unter anderem eben am Institut für Kirchenmusik an der FAU Erlangen-Nürnberg. Musik in den Markgrafenkirchen. Ich wünsche uns und Ihnen einen ebenso instruktiven wie genussvollen Abend. Lieber Herr Kleck, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob ich die Erwartungen von allen erfüllen kann. Die einen denken vielleicht, sie bekommen jetzt schöne Musik geboten. Andere wollen endlich wissen, was es mit Musik in Markgrafenkirchen detailliert auf sich hat. Vielleicht bekommen beide etwas geboten. Aber ich verspreche schon vorneweg, es dauert dadurch etwas länger. Herzlichen Dank für die Einladung, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich habe es vorher schon etwas salopp gesagt, als Professor werde ich dafür bezahlt, ständig meinen Horizont zu erweitern. Diese Einladung hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich meinen Horizont erweitert habe. Herr Herrmann hat freundlicherweise darauf hingewiesen, dass meine Leidenschaft sonst dem 19. Jahrhundert, gerade auch dem fränkischen 19. Jahrhundert gehört, Kirchenmusik im 19. Jahrhundert. Jetzt wurde ich genötigt, ein Jahrhundert weiter nach vorne zu gehen. Und ich bin dankbar für diese Nötigung. Wenngleich, es ist schwierig. Musik in Markgrafenkirchen von der Quellenlage her sehr schwer zu fassen. Auf Deutsch, wir wissen eigentlich nichts. Die Orgel gehört bei Markgrafenkirchen dazu, das ist Ihnen allen klar. Testen Sie sich mal selbst, wenn Sie in eine Kirche gehen, wie schnell Ihr Blick zur Orgel wandelt. Bei mir geht es natürlich immer ganz schnell. Aber ich denke, bei allen, die gerade eine Markgrafenkirche besuchen, wenn nicht die Orgel schon vorne vis-à-vis über dem Kanzelaltar steht, dann dreht man sich doch sehr schnell um und schaut, was steht da hinten. Und es ist ja meistens optisch eine Augenweide. Zum architektonischen Konzept von Markgrafenkirchen gehörten Orgeln jetzt fest dazu. Das war vorher, in der Epoche vorher, nicht der Fall. Wir wissen aber nicht, was die Organisten gespielt haben. Wir wissen nicht einmal sicher, ob sie die Gemeinde begleitet haben beim Singen.
oder ob das Schülerchöre waren. Es gibt auch keine Orgelschulen aus der Zeit, die einen Hinweis geben würden. Ich habe Ihnen zu Beginn ein kurzes Orgelstück gespielt, das war authentisch. Es stammt aus einer von nur zwei Quellen, die es gibt für Musik in Markgrafenkirchen. Sie haben den Titel auf dem Programm. Es ist das Schöne auf der dritten Seite. Erste Sammlung einiger variierender Choräle, aufgesetzt von Herrn Johann Balthasar Kehl, hochfürstlich-brandenburgisch-kulmbachischen Kammermusikus und Organisten in der Neuen Kirche zu Erlangen. Sie hörten aber keinen variierten Choral, also abgewandelten Choral, also kein Orgelstück zu einem Kirchenlied, sondern ein Präludium, wie drunter steht, ohne Bezug zu einer Melodie. Diese Publikation, diese variierten Choräle, sind nacheinander in vier Heften erschienen und zu Beginn jedes Hefts steht so ein freies Orgelstück. Die Sammlung war dann 1764 vollständig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen erging beim Anhören des Stücks. Vielleicht dachten Sie, warum bietet er nicht mehr? Hier hätten wir doch eine größere Orgel. Das ist aber ein bisschen wenig Sound. Vielleicht hat es Ihnen auch gefallen. Jedenfalls war das Stück kurz und gefällig. Der Herr Dekan musste nicht lange warten, bis er dran kam. Es ist garantiert kein Grund, sich über den Organisten aufzuregen, der sich zu lang entfaltet, wie es ja manchmal der Fall ist. Die Diktion ist auch nicht sehr orgelspezifisch, zumindest nicht so, wie wir es von Orgeln heute gewohnt sind. Es könnte tatsächlich auch ein Klavierstück sein. Man braucht auch nicht mit den Füßen spielen, Orgelpedal braucht man nicht. Die Punktierungen erinnern an eine Ouvertüre, daher dachte ich, es passt zu Beginn. Ich sage Ihnen ehrlich, ich weiß eigentlich nicht, wie man so ein Stück spielen soll. Wir bekommen das im Studium nicht vermittelt. Niemand weiß, wie man Orgelstücke von Johann Balthasar Kehl spielt. Man weiß nicht, wie man sie registriert. Hätte ich es lauter registrieren sollen mit voller Orgel, ist es eher zart. Deswegen erlaube ich mir, noch einen zweiten Versuch anzuschließen. Dann sehen Sie, ein wie offenes Feld es ist. Ich spiele jetzt leiser, schon noch mit Prinzipalen, aber nicht mit den höheren Fußzahlen. Und ich spiele es etwas langsam. Im Langsamen, und ich denke, das ist ein Signe der Musik dieser Zeit und eben speziell das Signe von Kehl, im Langsamen kommt mehr die Erbaulichkeit zum Tragen. Und die Stimmführung bei dem Stück ist so, dass immer zwei Stimmen in Terzen oder Sechsten gehen, also sehr konsonant, und das kann sich mehr entwickeln, mehr mitteilen, dieser Wohlklang, wenn man es etwas langsamer spielt. Wobei die Punktierungen sprechen eher für ein bisschen schneller. Ein zweiter Versuch.
Wem hat diese Fassung besser gefallen? Oh, viele, danke. Also es ermutigt mich, die nächsten Stücke auch eher langsam zu spielen, aber dann dauert es, wie gesagt, ein bisschen länger. Nun zu Johann Balthasar Kehl, dem Komponisten. Aus dem Titelblatt können Sie ja sehen, ich habe es ja schon vorgelesen, dass er tatsächlich ins Markgrafentum Bayreuth gehört. Vielleicht haben die Bayreuther hier die Aufführung seines großen Passionsoratoriums, die Pilgrime auf Golgatha, vor 5 Jahren hier in dieser Kirche mitbekommen. Der aus Coburg gebürtige Musiker, Jahrgang 1725, nahm seit 1742 beim hiesigen Hofkapellmeister Johann Pfeiffer Unterricht, war dann Cellist in der Hofkapelle, brillierte aber auch am Cembalo. Er gehörte also zu den Leuten, die zur Unterhaltung der Wilhelmine beitrugen. Wir haben keine Kenntnis davon, das sei vorneweg gesagt, dass die Hofmusiker irgendwas mit Kirchenmusik zu tun hatten. Ich glaube auch nicht, dass sie freie Kapazität gehabt hätten, denn Wilhelmine war so scharf auf Musi in allen Lebenslagen, dass die nicht noch Zeit hatten, Kirchenmusik zu machen. Nach dem Tod der Markgräfin Wilhelmine nämlich, und das ist eben signifikant, sie starb ja 1758, widmete sich Kehl verstärkt der Kirchenmusik. Er wurde 1762 Organist an der Neustädter Kirche zu Erlangen. In diese Zeit fällt die Publikation dieser variierenden Choräle. 1769 kam er dann wieder nach Bayreuth als Hoforganist, weil da die Stelle frei geworden war. Und Hof ist doch mehr als Stadt. 1771 wurde hier das Passionsoratorium uraufgeführt. 1774 erhielt er die Stelle als Stadtkantor an dieser Kirche, die er bis zu seinem Tod im Jahr 1778 innehatte. Da die Neustädter Kirche in Erlangen seit 1837 Universitätskirche ist, agiere ich als Erlanger Universitätsmusikdirektor also am selben Ort wie Kehl. Und es ist wirklich höchste Zeit, dass ich nach 22 Jahren mich auch mal um diesen Vorgänger kümmere. Ich habe das bisher deswegen nicht gemacht, weil mein Vorgänger Walter Opp dieses Passionsoratorium von Kehl ediert hat. Und damit war Kehl sozusagen in Erlangen ausgereizt, in Anführungsstrichen. Die Neustädter Kirche ist ebenso wie die jetzt 300 Jahre alte Altstädter Kirche eine Markgrafenkirche. Morgen darf Pfarrer Baumann von der Altstädter Kirche darüber referieren. Die Neustädter Kirche ist eine besonders prächtige und große Markgrafenkirche sogar, auch wenn sie nicht in Oberfranken steht, sondern in Mittelfranken und deswegen bei markgrafenkirchen.de durchs Raster fällt. Die Orgel, die Kehl dort bespielt hat, steht bis heute mit ihrem prächtigen Prospekt vor Ort. Immerhin, die Prospektpfeifen zu 3 Registern sind noch original. Sie mussten nicht mal 1917 im Zuge der Konfiszierung von Prospektpfeifen zu Kriegszwecken abgegeben werden. Wir wollen Ihnen heute im Duo von Orgel und Gesang einige Lieder aus dem Bayreuther Gesangbuch des 18. Jahrhunderts präsentieren, mit Vorspielen von Kehl dazu. Ich habe also solche Lieder rausgesucht, wo es Vorspiele von Kehl dazu gibt oder so einen variierten Choral. Und in den Liedfassungen, die seinerzeit tatsächlich gesungen wurden. Denn dafür haben wir tatsächlich eine weitere authentische Notenquelle, das Choralbuch von 1731. Ich habe es mitgebracht und auf den Altar gelegt statt der Bibel. Sie können ja am Schluss vielleicht noch vorbei defilieren. Aber zu dieser zweiten Quelle später mehr. Wir beginnen nun passenderweise mit einem Morgenlied. Wie schön leucht uns der Morgenstern. Gesangbuch, kundige werden sagen, das ist doch kein Morgenlied, weil Sie es kennen in der Originalfassung des Unaer Pfarrer Philipp Nicolai aus dem Jahr 1599, übrigens entstanden im Kontext einer Pestepidemie. Das lässt uns heutzutage aufhören. Nikolais Lied ist kein Morgenlied, sondern ein geradezu ekstatischer Gesang über die eschatologische Gemeinschaft der frommen Seele mit ihrem Bräutigam Christus. Der Morgenstern steht darin als Symbol für Christus, dem letzten Christuswort in der Bibel gemäß, wo Christus sagt, ich bin der helle Morgenstern. Dieses starke Bild des Morgensterns wurde dann aber auch wörtlich genommen und die fantastische Melodie, die ebenfalls von Pfarrer Nikolai stammt, animierte förmlich zum Andichten neuer Worte.
Im berühmten Berliner Gesangbuch Praxis Pietatis Medica von Johann Krüger erschien 1653 erstmals diese Version, welche mit dem Leuchten des Morgensterns nun den Beginn eines Tages besingt. Als Autor ist Burchard Wiesenmeier angegeben, ein Berliner Theologe im Umfeld des Kantors Johann Krüger. Mit dem Leuchten des Morgensterns beginnt sich alle Kreatur zu regen und darin Gott zu loben. Das animiert auch mich, menschliches Wesen, Gottes Lob anzustimmen und Gott zu danken für die Bewahrung in der Nacht, Nacht verstanden als Sphäre der Bedrohung durch den Teufel. Jesus selbst hat mich vor der Feinde Macht in dieser Nacht bewahrt. Das Bayreuther Gesangbuch, das erstmals 1727 ediert wurde, führte dieses Lied unter den Morgengesängen bereits an dritter Stelle. Ich spiele zunächst den variierten Choral von Kehl zum Morgensternlied, der also egal ob zu Nikolai oder zu diesem Lied, zu beiden passt, denn die Melodie ist ja dieselbe. Dann hören Sie drei Liedstrophen gesungen und eine gesprochen. Ich hoffe, dass das trotz der Akustik hinhaut. Wir machen das Sprechen natürlich ohne Mikrofon. Wenn Sie es zu wenig verstehen, weil Sie zu weit hinten sitzen, sitzen Sie doch weiter nach vorne. Ein sogenanntes, also Kehls Orgelstücke zum Vorspiel haben meistens dieselbe Form. Ein sogenanntes Ritornell, also ein frei komponierter Abschnitt ohne Melodiebezug, wechselt mit dem abschnittweisen Durchspielen des Liedes. Die Melodie wird dabei meist in der einfachen Form des Bizziniums nur von einer Stimme begleitet, so ist sie sehr gut zu hören und mitzuverfolgen. Sie können also das Lied innerlich mitvollziehen und ich denke, das ist die primäre Zwecksetzung dieser Art Choralvorspiel, ein inneres Miterleben des Liedes. Es ist, heute würde man sagen, eine Choralmeditation. Besonderheit dieses Stücks ist allerdings, dass es in Dreiachteltakt steht, auch die Melodie dann in Dreiachteltakt erklingt, was ja nicht original ist, und es kommt so gar nicht choralartig daher, sondern eher lieblich und gefällig. Dreiachteltakt ist der Takt zum Schunkeln. Die Aufführungsanweisung lautet jedoch etwas langsam. Ich soll mich also vom Dreiachteltakt nicht zu tänzerischer Ausführung verleiten lassen. Also nicht bom, 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 sondern bom, 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 oder so. Also, da es hier Freunde des etwas langsamen Orgelspiels gibt, bemühe ich mich jetzt um etwas langsamen Vortrag dieses Wie schön leuchtet der Morgenstern. Mit zarten Registern, denn das gehört auch dazu. Thank you.
lag in stolzer Sicherheit, sah nicht, mit was Gefährlichkeit ich diese Nacht umgeben. Des Teufels List und Büberei, die Hölle des Todes Tyrannei stund mir nach Leib und Leben. Dass ich schwerlich wär entkommen und entnommen diesen Banden, wenn du mir nicht beigestanden. All mein Leben soll dir Dankeslieder geben, ist der schöne letzte Satz. Sie werden wahrgenommen haben, die Freunde der Langsamkeit, dass wir das Lied ziemlich feierlich vorgetragen haben. Wir wissen aus vielen Quellen, dass der Choralgesang im 18. Jahrhundert in dieser Weise üblich war und die Melodien sind ja auch nicht so notiert wie heute im Gesangbuch, in rhythmischer Gestalt mit unterschiedlichen Notenwerten, sondern sehr gleichförmig. Eigentlich müssten wir das mit großem Volk, mit großer Gemeinde so feierlich singen, damit es stimmig ist, denn dann kommt diese Langsamkeit erst richtig voll zur Geltung. Aber das geht nicht nur aus Pandemiegründen nicht. Sie müssten alles sehr hoch singen. Wir haben in der originalen Tonhöhe F-Dur gesungen und das wäre wirklich für die allermeisten, wenn sie nicht Sopran im Chor singen, zu hoch. Meine Harmonisierung folgte exakt den Vorgaben im schon genannten Choralbuch, das ich als zweite bedeutende Quelle für Musik aus der Markgrafenzeit nun vorstellen will. Auf dem Programm haben Sie auf der linken Seite den Scan. Es ist jetzt etwas klein zu lesen, aber dieses Titelblatt ist wunderbar zum Betrachten. Des evangelischen Zions musikalische Harmonie. Noch einmal, des evangelischen Zions musikalische Harmonie. Oder, das heißt ganz normal gesagt, evangelisches Choralbuch, worin die wahren Melodien derer sowohl in den Beden Markgraf Tümmern Bayreuth und Honoldsbach als auch in der Stadt Nürnberg, deren Gebiete und anderen evangelischen Gemeinen üblichen Kirchenlieder mit aufmerksamster Geflissenheit und Sorgfalt zusammengetragen und mit einem signierten Bass versehen zu finden. Beides zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesdienst auf Orgeln, auch zu Hause zur Ermunterung der Andacht.
nebst einem Anhang und historischen Vorrede von Ursprung, Altertum und Sondern, Merkwürdigkeiten des Chorals, herausgegeben von Cornelis Heinrich Dretzern, Organist zu St. Egidien. Wichtig ist noch die Jahreszahl, ganz unten klein gedruckt 1731. Das Buch liegt auf dem Altar, Sie sehen, es ist ziemlich stattlich, es ist ziemlich umfangreich. Sie sollten wirklich noch vorbei defilieren nachher. Es gehört tatsächlich zu den Beständen, die ich sozusagen als Handapparat zur Verfügung habe in meinem Institut für Kirchenmusik, und vorne drin ist handsigniert der Königlichen Universität Erlangen gehörig von meinem ersten Amtsvorgänger, dem schon genannten Johann Georg Herzog. Also, was stellt dieses Choralbuch dar? Im Jahre 1731 das Unternehmen einer Synopse, wie man heute sagen würde, wie in der sehr ausdifferenzierten Landschaft der beiden Markgraftümer und der Stadt Nürnberg und was sonst noch evangelisch ist in der Gegend, wie Lieder gesungen werden. Synopse deswegen, denn es gab ja keine offiziellen Gesangbuchausgaben, die Gesangbücher hatten meistens gar keine Melodien, deswegen waren die Varianten, wie die Melodien gesungen werden, sehr unterschiedlich. Und der gute Herr Dretzel hat sich also kundig gemacht, wie wird in Ansbach, wie schön leuchtet der Morgenstern, gesungen, wie in Bayreuth, wie in Nürnberg, und hat, wenn es da signifikante Unterschiede gab, tatsächlich zu jedem Lied dann unterschiedliche Melodiefassungen abgedruckt. Dazu den Generalbass, das heißt, es ist notiert die Sopranstimme und die linke Hand, die Bassstimme mit Generalbassziffern, sodass man weiß, welche Harmonie man greifen kann. Und die Zielsetzung, wie genannt, zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesdienst auf Orgel, wenn man also tatsächlich Gemeinde begleitet, aber ebenso zu Haus zur Ermunterung der Andacht. Wir werden darauf noch kommen. In dieser Zeit ist ein großes Gleichgewicht, wenn nicht sogar ein Übergewicht bei der häuslichen Andacht. Die Leute haben sich zu Hause, wenn sie musikalisch waren, sie haben nicht Streichquartett gespielt, sie haben nicht CD angehört oder noch Schlimmeres mit Knopf im Ohr sich angehört, sondern sie haben sich hingesetzt, haben ein Liederbuch, ein geistliches Liederbuch sich vorgenommen, am Cembalo, Spinett oder mit der Laute sich begleitet, und dazu konnten sie so ein Buch brauchen. Und das Bedeutsame dieses Buches ist eben, dass es zugleich eine Sammlung ist, eine Anthologie der Singekultur im ganzen evangelischen Franken und damit von unschätzbarem Quellenwert auch bis zum heutigen Tag. Wir werden also alles, was Sie heute gesungen hören, wird nach den Vorgaben dieses Choralbuchs begleitet. Dieser zum Herausgeber Cornelius Dretzel noch kurz, er lebte von 1697 bis 1775 in Nürnberg, war nacheinander Organist an den großen Innenstadtkirchen St. Egidien, St. Lorenz, dann St. Sebald, das ist offensichtlich die Aufstiegsleiter. Also Sebald ist das höchste, nicht Lorenz. Sonst weiß man aber eigentlich nichts über ihn, da ein Cembalo-Stück, das wohl von ihm stammt, ins Bachwerke-Verzeichnis geraten ist, hat man vermutet, er sei bei Bach in Weimar mal Schüler gewesen, aber das ist nur Vermutung, lässt sich nicht belegen. Jedenfalls können wir mit diesem Choralbuch tatsächlich erfassen, wie die Lieder damals in Kirchen potenziell geklungen haben, gesungen wurden. Wir präsentieren Ihnen nun ein zweites Lied in der schönen Tonart F-Dur, in derselben Konstellation, Vorspiel von Kehl und dann einige Liedstrophen mit dem Satz des Choralbuchs. Es handelt sich jetzt um das Abendmahlslied »Schmücke dich, o liebe Seele«, gedichtet von dem schlesischen Juristen Johann Frank. Auch dieses Lied ist durch Johann Krügers Berliner Gesangbuch Mitte des 17. Jahrhunderts in die kirchliche Welt getreten. Hier stammt auch die Melodie von Krüger selber. Bis weit ins 19. Jahrhundert galt dies als das Abendmahlslied schlechthin. Sie kennen vielleicht Bachs Choralkantate BWV 180 dazu. Das Lied steht auch noch heute im Gesangbuch, wird leider nur noch selten gesungen. Es ist eine der schönsten Melodien, die es gibt, vom Text ganz zu schweigen. Das Choralvorspiel von Kehl hat exakt dieselbe Form wie beim Beispiel zuvor, das heißt, Ritornell-Melodie wird ganz durchgeführt.
Diesmal gibt es auch wieder eine Ausführungsanweisung, wie vorher das etwas langsam. Diesmal steht sehr erhellend, andächtig. Was heißt andächtig auf Italienisch? Largo, Adagio. Das Lied dient ja der innerlichen Bereitung zum rechten Empfang des Heiligen Mahls. Da ist Andacht wohl angebracht. Lassen Sie sich mitnehmen auf diesen Weg nach innen. Schmücke dich, o liebe Seele, auf dass du andächtig werden mögest. Thank you.
hat etwas Eindringliches im besten Sinne des Wortes, wenn in dieser andächtigen Weise gespielt und gesungen wird. Ich muss nun einen etwas längeren Text vortragen zum Thema Orgel in Markgrafenkirchen. Denn wenn wir nach dem Klang in den Markgrafenkirchen suchen, müssen wir natürlich die Orgel in den Blick nehmen. Wie gesagt, gehören sie nun zur Grundausstattung des Raumes. Manchmal sind sie wahrscheinlich aus Kostengründen erst etwas später fertig geworden als der Raum. In Erlangen etwa bei der Neustädter Kirche war die Kirchweihe 1737, 4 Jahre später war die Orgelweihe. In früheren Zeiten, also im 17. Jahrhundert, war die Orgel noch eher ein Luxusgut und Renommierobjekt. Dekan Hacker hat das entscheidende Datum, das mit diesem Raum verknüpft ist, schon benannt. 15. August 1619, eine der gigantischsten Orgelweihinszenierungen, die die Welt bis dahin gesehen hatte, wahrscheinlich die gigantischste. Der Markgraf lud die 4 renommiertesten Musiker seiner Zeit ein, um zu demonstrieren, dass mit der neuen aus Dresden importierten Orgel seine Herrschaft nun auch kulturell in der obersten Liga spielt. Herr Hacker hat es auch schon erwähnt, das Renommiergehabe stand nicht unter einem guten Stern. Vielleicht, nein, wir wollen nicht mutmaßen, 2 Jahre später war die Orgel ein Raub der Flammen. Übrigens ist eine weitere gigantische Orgel hier abgebrannt, die 1913 errichtete gigantische 60-Register-Orgel der Nürnberger Werkstätte Johannes Strebel wurde 5 Jahre später ein Raub der Flammen, hat nichts mit Krieg zu tun und das ist für mich als großen Fan von Strebel-Orgeln der allergrößte Verlust. Bei meiner Recherche nach erhaltenen Orgeln aus der Erbauungszeit der oberfränkischen Markgrafenkirchen verlief ziemlich frustrierend. Zumindest hier in Oberfranken sind zwar in zahlreichen Kirchen die prächtigen originalen Orgelprospekte zu bestaunen, sie gehören ja sozusagen zum Inventar der Kirche, zur Innenarchitektur, namentlich wenn die Orgel prominent in der Front über dem Kanzelaltar positioniert ist. Hinter diesen Prospekten stehen heute aber in aller Regel ganz andere Instrumente, zum Teil ziemlich scheußliche moderne Schreigeräte, wie ich zu sagen pflege, aus den 1970er und 80er Jahren. Zum Teil aber, und das war meine große Überraschung, als ich an den beiden Pfingstfeiertagen hier Markgrafenkirchen aufgesucht habe, zum Teil aber auch in erstaunlich großer Anzahl historisch interessante Instrumente aus dem 19. Jahrhundert, die ich so mag. 2 kleine Originalinstrumente aus der Erbauungszeit der Kirche, also aus dem 18. Jahrhundert, habe ich gespielt. Das eine in der Klaussteinkapelle bei Kirchahorn, das andere in Blech. Es liegt nah an der Autobahn und habe ich gerade heute auf der Herfahrt mir schnell noch reingezogen, damit ich weiß, von was ich rede. Diese beiden kleineren Instrumente sind zwar original erhalten, aber zu früh restauriert worden und namentlich das Instrument in der Klaussteinkapelle klingt ganz so wie eine moderne Orgel aus dieser Zeit. Das heißt, die Restauratoren konnten sich einfach nicht in die eigene fremde Welt dieser Orgeln hineinversetzen und haben die Orgeln auf ihren eigenen Horizont hin zurecht restauriert. Ganz anders ist das bei der fantastischen Orgel aus dem Jahr 1764 in der Erlanger Hugenottenkirche und es ist wieder ein Grund zu betonen, dass das eigentliche Zentrum der Markgrafenkirchen Erlangen ist. Die reformierte Kirche, sie wurde heute Morgen beim ersten Vortrag gleich mal eingeblendet und da haben wir die tolle Orgel gleich gesehen. Sie ist auch eine Markgrafenkirche, sieht man unter anderem daran, dass ein riesengroßes Wappenschild vom Markgraf in der Kirche ist. Die reformierte Kirche hat ja sonst keinen Schmuck, keine Innenausstattung, weil es reformiert ist, aber der Markgraf kommt ganz groß raus und das andere ist die Orgel. Diese Orgel stammt von dem Hofer Meister Johann Nikolaus Ritter und sie wurde mustergültig restauriert von Firma Rolf. Sie beschallt mit ihren 15 Registern auf nur einem Manual mit Pedal den Raum mit Pracht und Herrlichkeit sondersgleichen. Von derselben Firma hervorragend restauriert ist auch die 2. in Erlangen erhaltene Barockorgel. Wir haben sogar 2, nämlich die etwas kleinere Orgel des Nürnberger Orgelbauers Glies, Johann Glies,
Sie steht heute nicht in der originalen Kirche, sie war für die deutsch-reformierte Kirche. Sie steht heute im Nachkriegsbau der Markuskirche und wurde um ein zweites Manual stilgerecht erweitert. Da die Markusgemeinde zurzeit alle Gottesdienste streamt, können Sie das wunderbare Instrument im Netz in Aufnahmen von jedem Sonntag hören. Ich habe das deswegen extra den YouTube-Link auf Ihr Programm gesetzt. Dieses Instrument wird da neben ganz normalen Organisten auch gespielt vom Inspirator dieser Orgelrestauration, Pfarrer Christoph Reinhold Morath. Und das ist einer der herausragenden Orgelimprovisatoren unserer Zeit. Also lohnt sich da mal hineinzuschauen. Bei meiner, in Anführungsstrichen, großen Orgel in der Neustädter Kirche kennen wir die originale Disposition von 1741 mit stolzen 2 Manualen und 31 Registern, für damalige Verhältnisse eine richtig große Orgel. Wir können uns von daher wenigstens eine vage Vorstellung von der Klangwelt machen. Als um das Jahr 2000 der fällige Orgelneubau konzipiert wurde, da stand inzwischen was anderes dahinter, hatte leider mein Vorschlag nicht den Hauch einer Chance. Mein Vorschlag lautete, die Gliesorgel zu rekonstruieren. Immerhin orientierte sich die Klangkonzeption beim Neubau der Schweizer Firma Goll dann in einigen Details an der Glies-Disposition. Insofern kann ich mich ein bisschen markgräflich orientieren, wenn ich sonntags da spiele. In Ansbach allerdings konnte der unerbittliche Kirchenmusikdirektor Rainer Goethe gegen erhebliche Widerstände die genaue Rekonstruktion der grandiosen dreimanualigen Wiegleck-Orgel von 1739 in St. Gumbertus realisieren. In Oberfranken, ich will hier mit Neid entfachen oder inspirieren zu gehen hin und tue desgleichen, in Oberfranken fehlt bis dato so ein paradigmatischer Ort, wo man zum visuellen Raumeindruck einer Markgrafenkirche auch den dazugehörigen Orgelsound erleben kann. Das gibt es einfach nicht. Dass die mehrfach erhaltenen Instrumente aus dem 19. Jahrhundert einen eigenen Reiz wie Denkmalwert haben, habe ich bereits erwähnt. Soll nun aber nicht Thema sein. Eine weitere allgemeine Bemerkung muss ich noch machen zur Musik in Markgrafenkirchen. Wir haben kein klares Bild davon, inwieweit es neben dem Orgelklang noch andere Klänge gab. Wo es vor Ort Schulen gab, waren in der Regel Lehrer zusammen mit bestimmten Knaben sonntags für die Musik zuständig, das heißt einfach Musik. Das waren, in Erlangen ist es recherchiert, ganz kleine, handverlesene Vokalensembles, die höchstens einfache Chorsätze singen konnten, vielleicht auch nur den Gemeindegesang einstimmig anführten. Es ist auch, wie gesagt, gar nicht klar, inwieweit und seit wann die Orgel den Gemeindegesang führte. Die spitze Klangdisposition der kleineren Barockorgeln war daraufhin gar nicht ausgerichtet. Vielleicht wurden deswegen so viele Barockinstrumente im 19. Jahrhundert ersetzt durch grundtönig orientierte Orgeln mit richtigem Pedal als Klangfundament, was einfach zur Gemeindebegleitung erforderlich ist. Musik mit Orgel, Singstimmen und noch weiteren Instrumenten, also Kantaten, Konzerte, gab es wohl erst recht nicht. Das ist schon deswegen evident, weil im direkten Umfeld des Orgelspieltisches in aller Regel gar kein Platz vorgesehen war für weitere Ausführende. Der Platz ist oft so eng, dass heutige große Organisten schon Schwierigkeiten haben, sich zwischen Spieltisch und Orgel zu zwängen. Im Nachbarland Thüringen allerdings gab es an vielen Orten die sogenannte Adjuvantenmusik mit Singstimmen und Instrumenten, bestritten von begabten, musikalisch begabten Leuten aus der Gemeinde. Davon ist hier nichts bekannt. Ich habe noch nichts davon gehört, gelesen. Ein letzter weiterer Stichpunkt zum Thema Orgel und Musik in Markgrafenkirchen, der heißt Orgelpredigten. Es gibt ja morgen einen Vortrag von dem Hamburger Experten zu Einweihungspredigten für Kirchen. Genauso gibt es Einweihungspredigten zu Orgeln. An der Universität Regensburg läuft derzeit im Bereich Musikwissenschaft ein Forschungsprojekt bei den Musikwissenschaftlern, das sämtliche erhaltenen Orgelpredigten im deutschen Sprachraum recherchiert und mustergültig mit Kommentierung publiziert und im Internet verfügbar macht. Deswegen habe ich Ihnen auch hier die Stichpunkte aufs Programm schreiben lassen. Wenn Sie Zeit übrig haben oder falls die vierte Corona-Welle kommt, können Sie da gut die Zeit
vertreiben, indem sie eure Predigten lesen. Und es gibt eben auch einige hier aus dem evangelischen Franken. Leider gibt es von der legendären Bayreuther Orgelweihe hier im Jahr 1619 keinen Druck der Einweihungspredigt. Das spricht gegen den Markgrafen, dem es wohl doch nicht um Inhalte, sondern nur ums Renommieren ging. Aber 60 Jahre später, an Weihnachten 1679, wurde in Bindlach eine neue Orgel eingeweiht. Und hier erschien die Predigt des Ortspfarrers Vetterlein im Folgejahr in Bayreuth im Druck. Sie können das auf dieser Homepage Orgelpredigten, irgendwas anhängen, ich habe es ja notiert, nachlesen. Ist aber eine lange Predigt, die ging sehr lang. 1679 spielte sich das allerdings noch in der Vorgängerkirche, der jetzigen prächtigen Bindlacher Markgrafenkirche aus den 1760er bis 1780er Jahren ab. Wir haben sie ja heute Morgen auch eingeblendet. Also 100 Jahre später ist diese Kirche die jetzige. Und die damalige neue Orgel war ein ziemlich kleines Instrument mit 7 Registern auf einem Manual ohne eigenes Pedalregister. Diese Orgel ersetzte, wie man aus der Predigt erfahren kann, ein noch kleineres Positiv. Und als Begründung für den Neubau hieß es, Zitat, weil all hier eine volkreiche Gemeinde und über dieses auch die Kirche an öffentlicher Landstraße liegt. Man wollte also der Laufkundschaft Richtung Bayreuth etwas bieten können. Originell ist bei dieser Predigt die allegorische Deutung jedes einzelnen Registers der neuen Orgel mit der Zielsetzung, dass alle Gläubigen in ihrem Leib ein geistlich und wohlgestimmtes Orgelwerk aufrichten mögen. Zitat, dann sollen wir mit höchstem Fleiß dahin trachten und streben, dass wir dem dreieinigen Gott zu Lob und Ehren ein geistlich und wohlgestimmtes Orgelwerk in unserem Leib, als welcher das Korpus solches geistlichen Orgelwerkes aufrichten mögen. Dabei symbolisiere der Prinzipal den Glauben, das grob gedacht die Liebe, die Oktave die Sanftmut, die Superoktave die Geduld, die Quinte stehe für die Vorsicht, die Einfußsubflöte sei das Buß- und Trauerregister, die Klangkrone der Zimpel dagegen das Besserungsregister. Aus dieser Auflistung der allegorischen Deutungen kennen wir die Disposition der Orgel. Dem Pfarrer sei Dank. Überzeugend sind diese Zuschreibungen, außer beim Prinzipal, der den Glauben symbolisiert, Prinzipal, das Hauptregister, das vorne steht, aber überhaupt nicht. Zum Beispiel die Oktave ist ein kräftiges und klares Register, kann also gewiss nicht für Sanftmut stehen. Offensichtlich war Pfarrer Vetterlein organologisch doch nicht speziell mit Expertise bewandert. Zur Krönung vergleicht er den Organisten mit dem Heiligen Geist. Da erschaudert es mich als fehlerhaften Organisten. Gleich wie aber, Geliebteste, ein Orgelwerk ohne Organisten nichts taugt. Das ist gewisslich wahr. Also ebenermaßen unser geistliches Orgelwerk, also das wir in unserem Leib bilden, dann enhero wir den Heiligen Geist als den allerperfektesten Organisten und Künstler in einem eifrig und demütigen Gebet ersuchen sollen, dass er solch unser geistliches Orgelwerk lieblich stimmen durch den Wind seines heiligen Worts bewegen und mit seinen göttlichen Fingern das Klavier unseres Herzens schlagen wollen. Es ist schön, dass man so eine schöne Passage nicht mal mehr abtippen muss, sondern einfach copy and paste. Dank Internetpublikation DFG-Forschungsprojekt zu Regensburg. Der Skopos dieser Bindlacher Orgelpredigt zielt also stark auf das geistliche Orgelwerk in jedem Gläubigen und entwertet insofern das eigentlich zu würdigende materiale neue Instrument in der Kirche, zu dessen Einweihung man ja versammelt ist. Bemerkenswert ist auch, dass beim expliziten Lobpreis des Instruments dessen Bedeutung für den Gemeindegesang überhaupt keine Rolle spielt. Wurde das 1679 also gar nicht als die primäre Aufgabe des Instruments betrachtet? Noch ein Zitat. Zu was end die Orgeln erdacht und in denen Tempeln eingeführt worden? Nämlich nicht zu dem end, meint zu dem Zweck, dass man solche zu Üppigkeit und Wollust gebrauche, leichtfertige Tänz, Gassenhauer, Koranten und Buhlenlieder darauf schlage, wunderliche Koloraturen und seltsame Läufe mache, welches unverantwortlich und dem Höchsten ein Gräuel,
sondern dass dadurch der allerhöchste Gott gelobet, geehret, gepreiset und ihm für seine unzählbare Wohltaten herzlich gedankt werde, wie aus diesem unserem davidischen Text klar und offenbar. Er bezieht sich auf Psalm 150. Und jetzt noch ein wichtiger Satz. Danach, also an zweiter Stelle, erste Zweckbestimmung, die Orgel dient dem Lob Gottes. Zweite Zweckbestimmung, danach, dass die Zuhörer zur christlichen Devotion und Andacht aufgemuntert und erweckt werden. Die Gemeinde ist da als Zuhörerschaft im Blick, nicht als singende Gemeinde. Seit etwa 1650 erlangte denn auch das häusliche Musizieren große Bedeutung für die Pflege der Frömmigkeit, ich sagte das schon. Die Lieder wurden nun mit Melodie und Bassstimme inklusive Generalbassziffern abgedruckt, sodass man sich selbst begleiten konnte. Die neuen Melodien waren im Stil der sogenannten Aria gehalten, wie es für Sologesang typisch ist. Bewegtere Stimmführung mit Durchgangsnoten, Kadenzwendungen, die zum Trillern einladen, größerer Tonumfang und auch häufig hohe Stimmlage. Wir singen gleich ein schön hohes Sopranlied. Wir präsentieren Ihnen jetzt eine solche Aria, wie sie sich ebenfalls im Frankenchoralbuch von 1731 findet, das ja auch explizit die Zweckbestimmung hat, zu Haus zur Beförderung der Andacht. Das, was wir jetzt singen, finden Sie auch eingescannt auf dem Handout, dann können Sie sich das klar machen, wie das gedruckt ist, mit der Melodie oben und unten die Bassstimme und dazwischen die Textinzipits nur, immer der Anfang oder aufgeführt ist der Anfang aller Strophen. Und Sie sehen auch, wir sind in der schönen Rubrik Jesuslieder, was damals gar nicht pietistisch verengt gemeint ist, das Lied stammt aus dem Jahr 1661. Sie sehen, es sind stolze 19 Liedstrophen angegeben, mit dem Textanfang jeweils. Diese 19 Strophen stehen auch vollständig im Bayreuther Gesangbuch. Wir beschränken uns, im Blick auf die fortgeschrittene Zeit, auf 5 davon. 2 davon kennen Sie gut und deswegen habe ich das Lied ausgesucht. 2 Strophen davon kennen Sie gut, wenn Sie Bach-Fans sind. Rat jetzt nicht mehr. Wir tragen dieses Lied jetzt nicht wie vorher, feierlich wie Gemeindegesang vor, sondern eben wie häusliche Kultivierung der Andacht als geistliche Aria. Thank you.
doch im Herzen fassen, meinem Jesum, der gefällt mir vor allen anderen Schätzen, an dem ich mich kann ergötzen. Er ist meine Zuversicht, meinen Jesum lass ich nicht. Jesus bleibet meine Freude, erkannt, wie das sonst tut? Jesus bleibt meine Freude. Tut bei Bach ein bisschen anders, entweder da, oder Jesus bleibt meine Freude. Das ist eine choralartige Melodie. Das hier ist eine Solo-Arie. Beliebte Melodien fanden dann den Weg vom Haus in die Kirche und wurden dabei oft auch melodisch abgeschliffen, wie wir das bei neuen Liedern heute ja auch kennen. Allerdings steht diese Solo-Liedfassung nun so im Choralbuch und die kann man wirklich nicht mit Gemeinde singen, wäre ja auch schon viel zu hoch. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, wie das als Gemeindegesang funktioniert haben könnte. Werte Besucherinnen und Zuhörer an den Endgeräten, wir haben schon viel schöne Musik gesungen, vorgetragen, Erbauliches. Wir haben ihren Ohren und Herzen geschmeichelt mit wohlgefälliger Musik, wie es zur hellen und freundlichen Ausstrahlung der Markgrafenkirchen passt. Wenn man in so eine Kirche reinkommt, denkt man, hört man Musik im Dur. Nun hatten die Menschen aber im 18. Jahrhundert auch viel Betrübnis zu erleiden und waren sehr oft trostbedürftig. Der Tod naher Menschen, namentlich von Kleinkindern, war allgegenwärtig. Krankheiten führten oft und schnell zum Tode. Hungersnöte wegen Ernteausfällen, Teuerungswellen, kriegerische Handlungen konnten das Leben extrem bedrohen. Wir Wohlstands- und Wohlfühlbürger des 21. Jahrhunderts sind vor nun schon 1,5 Jahren von einer Pandemie geradezu überrascht worden und wussten oft nicht, was wir jetzt singen und beten sollen. Im Bayreuther Gesangbuch von 1727 gibt es die Rubrik vom Krieg, Teuerung und Pestilenz mit nicht weniger als 22 Gesängen. Ich dachte bei der Vorbereitung, dass wir in unserer heutigen Situation ganz gezielt hier nachschauen sollten. Zwei Lieder habe ich ausgewählt, da sind wir jetzt der Pandemie noch schuldig. Das erste stammt vom großen Hamburger Barockpoeten Johann Rist, Jahrgangsgenosse von Paul Gerhardt. Er veröffentlichte es 1651 unter der Überschrift »Flehentliches Bußlied zu Gott in schweren Sterbensläuften, Pestilenz und anderen gefährlichen Krankheiten«. Also sehr breites Spektrum. Schwere Sterbensläufte, Pestilenz und andere gefährliche Krankheiten. Krankheit und Pestepidemien wurden damals als Mahnung zur Buße, als Mahnung zur Umkehr ernst genommen. Von den 13 Strophen des Liedes ersparen wir Ihnen jetzt aus gegebenen Anlass nur 4. 9 Strophen tragen wir gesprochen und gesungen im Wechsel vor. Wir benutzen 2 mögliche musikalische Fassungen. Zu Beginn und am Ende erklingt die Version der Erstveröffentlichung. Hier hat Rist bedeutende Musiker seiner Zeit um Vertonungen mit Generalbass gebeten. Und diese, die wir musizieren, ist vom Nürnberger Sigmund Theophil Staden, Sohn von jenem Johann Staden, der 1619 bei der Bayreuther Orgelweihe hier als Lokalmatador beteiligt war.
Die andere musikalische Fassung, die das Bayreuther Gesangbuch und damit auch unser Choralbuch vorsieht, nimmt Luthers Melodie zu Ach Gott vom Himmel sieh da rein. Das Lied ist, wie gesagt, ein ernstes Bußlied, aber es bringt in der ersten Liedzeile das entscheidende Wort für die Glaubensperspektive. Und dieses Wort heißt tröstlich. Wie tröstlich hat dein treuer Mund, o liebster Gott, verheißen, dass wenn uns Krankheit will zu Grund und in die Gruben reisen und wir mit rechter Zuversicht vor dich zu treten säumen nicht, du wollst uns nicht zerschmeißen. Der Tod will uns den Schafen gleich durch Hitz und Krankheit schlachten. Sehr viele macht er kalt und bleich, die nicht daran gedachten. Pest ist noch schneller als das Schwert, das ohne Scheu und Reu verzehrt. Noch will man es nicht achten. Nun mag ich nicht verstocket sein, ich will mich schuldig nennen. Gesündigt hab ich dir allein, bin würdig drum zu brennen, wie mancher schon durch solche Rut in dieser Pest und Krankheit tut. Die Schuld muss ich bekennen. Unser Augen weinen, es schreien Tag und Nacht zu dir die Großen samt den Kleinen. Vergib uns doch die Missetat, die dich so hart erzürnet hat. Lass deine Gnad uns scheinen.
Nimm von uns diese scharfe Hut. Hör auf, uns so zu plagen. Herr, straf uns, als ein Vater tut, damit wir nicht verzagen. Im Glauben hab ich dich gefasst. Hilf mir und andern diese Last itzt gnädig auch ertragen. Weiteres Lied aus dieser Rubrik vom Krieg, Teuerung und Pestilenz. Und zwar deswegen, weil es dazu wieder ein sehr eindrückliches Vorspiel von Kehl gibt. 14 Strophen stehen im Bayreuther Gesangbuch. Die ersten drei sind heute am ehesten bekannt aus Bachs Kantate »Warum betrübst du dich, mein Herz?« Das Lied ist erstmals 1541 in Nürnberg publiziert worden und galt als Schöpfung von Hans Sachs, was aber nicht stimmen kann. Wir singen die explizit tröstlichen Strophen, die auch Bach in der genannten Kantate bearbeitet hat, und die Schlussstrophe. Die Melodie ist eine damals viel benutzte Weise in G-Moll. Und dazu spiele ich den variierten Choral von Johann Balthasar Kehl, damit Sie auch ein Stück von Kehl in Moll hören. Und man sieht, dass er nicht nur sehr herzenlastig in Dur schreiben kann, sondern auch sehr expressiv in Moll. Das ist hohe Schule der musikalischen Empfindsamkeit, geht ganz schön an die Nieren und bringt betrübte Seelen sicherlich zum Mitschwingen. Übrigens, sollten Sie von Orgelspiel und Gesang heute Abend zu Tränen gerührt werden, ist das alles andere als verkehrt. Damals galten Tränen als Beweis wahrhaftiger Andacht. Warum betrübst du dich, mein Herz? Variierter Choral von Johann Balthasar Kehl und 4 Strophen. Thank you.
Wir haben mit einem Morgenlied begonnen, wir wollen mit einem Abendlied schließen. Aber eine Sache muss ich noch bringen. Ein Element auf Ihrem Handout haben wir noch nicht gewürdigt, nämlich das Titelblatt des Bayreuther Gesangbuchs, das da auch abgedruckt ist. Das Bayreuther Gesangbuch, von dem ich jetzt immer schon gesprochen habe, es steht als Scan im Netz. Die Marburger Bibliothek führt es und ist fix im Digitalisieren. Sie können es also von vorne bis hinten durchblättern. Ich habe deswegen auch diese anderen Gesangbücher benannt, die alle als Scan im Netz stehen. Auch das sind jetzt wunderbare Zeiten. Der Titel ist typisch barock überschwänglich. Gott, geheiligte Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dann, das ist, wie vorher, das ist Choralbuch, jetzt, das ist bayreuthisches Gesang- und Gebetbuch, worinnen sowohl des seligen Herrn Dr. Martin Luthers als anderer treuen, rechtgläubigen Gotteslehrer und frommer Christen Gesänge und Gebetsformulen begriffen. Und dann kommt noch der Herausgeber genannt. Unten steht klein dazwischen, mit verschiedenen neuen Liedern vermehrt. Und dann natürlich das Privileg, das Markgräfliche. Wer also zur Markgrafenzeit in Bayreuth dieses Gesangbuch aufschlug, fühlte sich in Anspruch genommen als Bekenner des Glaubens, der mit der Frucht seiner Lippen dem heiligen Gott die Ehre gibt. Diese Ausgabe, Sie sehen uns ganz unten, stammt aus dem Jahr 1738. Die Erstauflage erschien, wie gesagt, 11 Jahre zuvor. Und diese neue Auflage ist, wie notiert in der kleinen Zeile, mit verschiedenen neuen Liedern vermehrt. Diese wurden als Anhang den bisherigen beigefügt. Wichtig und typisch für Gesangbücher dieser Zeit, noch vor der Aufklärung, ist die Nennung von Martin Luther als Maßstab und Ursprung kirchlichen Singens auf der Titelseite. Alle singenden evangelischen Christenmenschen sind darin Nachfolger des Reformators, dass sie geistliche Lieder singen. Herausgeber des Gesangbuchs war der Bayreuther Superintendent Friedrich Kaspar Hager, also ihr werter Vorgänger, von dem es übrigens bisher keinen Wikipedia-Artikel oder auch sonstigen Eintrag in einschlägigen Internetlexika gibt, weshalb ich hier abkürzen kann. Aber die Bayreuther Lokalforscher sollten das unbedingt ändern und nachbessern. Das Gesangbuch in dieser Edition von 1738 bringt dann als sogenanntes Frontispiz, also Bild zum Titel, Sie dürfen raten, Porträtmedaillons von wem? Natürlich Markgraf und Markgräfin, wir sind schließlich in Markgrafenkirchen. Also Friedrich und Wilhelmine und anschließend kein frommes, erbauliches Vorwort an den gläubigen, christliebenden Leser oder sowas, sondern ein umfängliches Widmungsgedicht an die beiden Herrschaften, dessen überschwängliche Formulierungen man wohl nicht auf die Goldwaage legen sollte, aber es passt zu dem, was wir heute Morgen im ersten Vortrag gehört haben, inwieweit gerade auch die Kirchen zur Repräsentation des Herrscherpaars dienen. Und auch das Gesangbuch ist ein markgräfliches Gesangbuch. Ich zitiere zum Schmunzeln aus diesem Widmungsgedicht. Es beginnt: Nehmt dieses Liederbuch, durchlauchtigst große Seelen in hohen Gnaden an. Man weiß, wie euer Geist von Gottes Geist entflammt den großen Schöpfer preist und wie ihr dessen Lob sucht, eifrig zu erzählen. Weiß das jemand von Wilhelmine? Ich glaube, da ist eher das Gegenteil der Fall. Und der fromme Schlusswunsch lautet: Vollkommenes Fürstenpaar lebt stets in süßen Freuden. Gott gebe, dass ihr nie ein Trauerlied bedürft. Er wolle euch so lang auf Glückes Rosen weiden, bis eure Hand vor ihm die Kronen niederwirft. Signiert vom Bayreuther Hofdrucker und Verleger Samuel Gottlieb Riedel am 1. Januar 1738. Die Lieder sind in diesem Buch übrigens, wie damals üblich, ohne Melodien abgedruckt. Am Beginn steht der Hinweis, auf welche Melodie es gesungen werden kann, und dafür gibt es ja dann das Choralbuch. Gleichwohl kommt das Buch inklusive Registern und Gebetsteil auf über 700 Seiten. Also wie gesagt, bei der nächsten Welle Bayreuther Gesangbuch von 1738 durchblättern und sich daran erbauen. Nun zum Abendlied und damit wirklich zum Schluss.
der lieben Sonnenlicht und Pracht hat nun den Tag vollführt. Ein Lied von Christian Skriver aus dem Jahr 1684. Viele von Ihnen werden, wenn ich diesen Text lese, die Melodie aus dem sogenannten Gemelli-Gesangbuch im Ohr haben, wo Johann Sebastian Bach für die musikalischen Fassungen verantwortlich zeichnete. Dieses Gemelli-Gesangbuch erschien 1736, gehört also genau auch in unsere Zeit. Auch hier dieser Typus der Solo-Aria. Wir singen Ihnen die erste Strophe auch zunächst in dieser bekannten Fassung von Bach. Dann aber folgen drei Strophen nach dem fränkischen Markgrafenzeit-Choralbuch und das ist dann wieder eine choralmäßige Fassung. Und als letztes erbauliches Wort, unter so vielen erbaulichen Worten heute, hören Sie dann die schöne Sentenz gesungen: Ich fürchte keine Not, auch selber nicht den Tod, denn wer mit Jesu schlafen geht, mit Freuden wieder aufersteht.
An der Erweiterung der Horizonte haben Sie uns teilhaben lassen, lieber Herr Kleck. Vielen Dank dafür. Nun ist es recht, wenn wir den Abend dieses Johannistages mit einem Abendsegen beenden. Lasst uns beten. Hilf uns, Herr, wenn wir wachen, und behüte uns, wenn wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und in Frieden ruhen. Sende deinen heiligen Engel, Herr, dass er uns und unsere Schwestern und Brüder und alle, die uns anvertraut sind, bewahre und stärke in allen Stunden der Nacht, bis der Tag anbricht und dein Licht kommt. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dann kommen Sie gut nach Hause. Ich freue mich, wenn wir viele von Ihnen morgen früh wieder sehen. Eine gute Nacht. Es gibt noch ein Nachspiel. Machen Sie noch einen kleinen Altarumgang wegen des Choralbuchs.